Willkommen auf dem Kanal. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Videos zu aktualisieren. Heute bringen wir Ihnen, Julia Leischig erkrankte an einer Augenkrankheit und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Rückkehr von Julia Leischig zu einer Augenkrankheit und einem Krankenhausaufenthalt erinnert uns an unsere Gesundheit und die Wichtigkeit, auf uns selbst aufzupassen. Krankheiten können jederzeit auftreten und niemand kann sie vollständig vermeiden. Es ist wichtig, dass wir lernen, mit unserer Gesundheit umzugehen und kluge Entscheidungen zu treffen, um unseren Körper und Geist gesund zu halten. Dazu gehören die richtige Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf und Minimierung von Stress. Gleichzeitig sind regelmäßige Gesundheitschecks und regelmäßige Arztbesuche wichtig, um gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zeitnah zu behandeln. Im Fall von Julia Leischig hoffen wir auf eine baldige Genesung und die Rückkehr von normalen Aktivitäten. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch daran erinnern, dass die Gesundheit ein hohes Gut ist und wir uns dessen Erhalt und Pflege stets bewusst sein sollten. Die Krankheit von Julia Leischig ist auch wieder eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, die Behandlung und Bewachung von Krankheiten ernst zu nehmen. Viele Menschen neigen dazu, Krankheitssymptome zu ignorieren oder die Anweisungen ihrer Ärzte zu befolgen, was zu einem ernsten Zustand führt und schwieriger zu behandeln ist. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Behandlung der Krankheit ein langer Prozess ist und es notwendig ist, bestimmte Prinzipien einzuhalten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Dazu gehören die Einnahme der vollständigen und konkreten Medikation, die Einnahme der vom Arzt verordneten Kuren und die uneingeschränkte Teilnahme an der Behandlung. Vor allem die Rückkehr von Julia Leischig zu einer Atemkrankheit und einem Krankenhausaufenthalt erinnert uns an die Bedeutung von Gesundheit und Selbstversorgung. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir haben, und sollten kluge Entscheidungen treffen, um sie gesund zu erhalten und unsere Lebensqualität zu optimieren. Neben der Sorgen um unsere eigene Gesundheit müssen wir uns auch um die Gesundheit unserer Liebe kümmern. Dazu gehört, sie zu ermutigen, Maßnahmen zu ergreifen und gesund zu bleiben und sie bei Bedarf bei der Behandlung von Krankheiten zu unterstützen. Darüber hinaus ist die Rückkehr der Krankheit von Julia Leischig auch eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, die Erkrankten zu unterstützen. Sie brauchen mutige Unterstützung von Familien, Freunden und der Gemeinschaft, um Schwierigkeiten während der Behandlung zu überwinden. Auch in der Situation von Julia Leischig sehen wir den Zusammenhalt und die Liebe der Gemeinschaft. Viele Fans und das Publikum ihr Gesundheit und Ermutigung wünschen, wie sie sich während ihrer Behandlung sicher und zuversichtlich fühlen.